Besuche wie jetzt von Bundespräsident Gauck, die sind neben der eigentlichen momentanen Aufmerksamkeit, die dadurch dem DFG gewidmet wird, auch in einer ganz anderen Hinsicht wichtig. Durch die Anwesenheit werden unsere Forscher, die an Projekten tätig sind, inspiriert, weil sie merken, dass eine Aufmerksamkeit ihrer Arbeit gewidmet wird, die eben unüblich ist. Heute ist für uns eine große Ehre und wir sind gut auch vorbereitet. Und ja, wir warten jetzt darauf, dass wir die Ehre bekommen, unsere Forschung unserem Bundespräsidenten zu präsentieren. Wir hoffen, dass wir dem Bundespräsidenten ein gutes Bild geben können von der Innovation, die hier am DFKI tagtäglich eigentlich entwickelt wird. Und wir hoffen auch, dass das Saarland entsprechend von uns repräsentiert wird. Durch seinen Besuch zeigt der Bundespräsident auch Interesse für Forschung, aber auch Forschungsergebnisse. Wir haben hier am DFKI sehr schöne Demonstratoren. Und ich glaube, durch seinen Besuch wird auch ein Zeichen gesetzt, dass es wichtig ist, die Forschung voranzutreiben. Konkret präsentieren wir unseren Aufbau mit dem Baxter-Roboter hier im Hintergrund. Also es gibt ein paar sehr schöne Sachen, die wir eingebaut haben, zum Beispiel Blick- und Gestensteuerung. Also mit Blick und Geste können wir mit dem Roboter interagieren. Wir haben ja nur 3 Minuten Zeit und deswegen geben wir eine kurze Einführung in die Technologie, zeigen noch gleichzeitig, haben versucht, das alles zu kombinieren, zeigen gleichzeitig noch andere Dinge, die wir im Forschungsbereich gemacht haben, als Inhalte auf unseren Displays. Humans are have a very strong emotional intelligence and also social intelligence. Das DFKI ist das wichtigste Forschungsinstitut für künstliche Intelligenz in Deutschland, in Europa, vielleicht auch weltweit. Das größte mit seinen verschiedenen Standorten, ein ganz, ganz wichtiger hier in Saarbrücken. Und es ist natürlich eine tolle Sache, dass der Bundespräsident persönlich sich dafür interessiert. Und natürlich sind wir ganz mächtig stolz, die Leistungen des DFKI dem Bundespräsidenten präsentieren zu können. Ja, das war doch besonders locker. Ich habe mich gefreut, dass Präsident Gauck bei uns noch einen kleinen von uns gefertigten Traktor mitnahm für seine Enkelkinder. Das war die menschlich-emotionale Seite. Der Besuch war sehr kompakt und trotzdem, er war locker und hat sich sehr interessiert für die 4 Exponate, die wir gezeigt haben. Ja,